Einen wunderschönen, trüben Herbstnachmittag wünschen wir. Es ist Mittwoch, das Wetter ist fürchterlich und wir dürfen hier drin sitzen und großes Gewächs probieren, was denn sonst. Wir machen heute drei Videos, einfach weil wir festgestellt haben, dass es doch gescheiter ist, wenn sie kürzer sind. Wir trennen also auf in die erste Runde wird Riesling sein und ein paar Silvaner, einfach weil die kein Holz haben. Und das andere werden sein Burgundersorten, die dann alle wahrscheinlich doch Holz haben. Und am Schluss, also weiße Burgundersorten, und am Schluss machen wir Spätburgunder. Ne? Also, wir fangen an. Wo ist mein Glas schon? Achso, alles da. Alles Wir da. fangen an. 330189. Schaut, das erste Mal, seit wir Videos aufnehmen, brauche ich das erste Mal nicht noch einmal umstellen, sondern habe sofort die richtige Maske auf. Ja, es freut mich Und auch. schau nicht blöd nach den ersten Zahlen, die ich eingib, weil nichts kommt. Gut, Na, wir haben los jetzt geht's. lang genug geübt. Stimmt. Freut mich aber, dass du meinen Vorschlag jetzt Ich sehe übrigens, angenommen was? hast. Welchen Vorschlag? Nur mit den kürzeren Videos. Achso, war das dein Vorschlag? Ja. Du kannst mir alles erzählen. Also, wir haben ja auch gedacht, wir machen heute die allerletzten Videos. Das kann sein, dass es, also für die großen Gewächse, es fehlen aber noch ein paar. Das kann durchaus sein, dass wir uns nächste Woche noch einmal sehen. Also es ist kühl, es ist kräuterig, floral. Ja, und recht fein. Zitrus betont. Sehr geschliffen. Glaube, es wirkt recht unaufdringlich. Aber auch mit Tiefgang. Ganz trocken, kühl, schlank, herb. Deutlich floral im Mund. Bisschen schwarzbeerig, steht ja schon da. So herbe Mineralik. Sehr geradlinig, Ja, das Ganze. richtig. Das ist sehr stimmig. Finde ich Geradlinig. auch. In sich geschlossen. Und kompromisslos trocken. Das ist der Winklerberger. Yes, vorderer. Ja, das war nicht so kleinlich. Na, das habe ich dort gelernt. Das ist schon ein Also Unterschied. gut, steht da, glaube ich, gut. Ja, das kann er locker. Manche kann mehr. Bin am Überlegen. Willst du wieder Schulden aufbauen? Nö. Also Punkteschulden. Na, ich will dir nicht drohen, aber. Nee, also du findest, ja, Ich finde hast es du recht. gerade da so Ja, stimmig. gut. Okay. Passt. Dann gib ihn mich. Das ist Dr. Heger. Vorderer Winklerberg Riesling. Großes Gewächs. Ah ja, das muss ich nicht immer dazu sagen. Es ist bis, wenn ich nichts sage, ist es Riesling. 330190. Pflanzlich, bisschen hefig. So helle Nusstöne. Ein bisschen gedeckt für Verhältnis zum anderen. Gibt da nicht so viel her. Ziemlich mineralisch ist er. Ja, die Frucht ist da nicht so eindeutig, weil es halt noch ein bisschen gedeckt ist. Das Kann ich. ist eher weniger entwickelt. Aha. Das hat jetzt einen winzigen Hauch Süße. Das ist nicht so knochentrocken wie der Vorgänger. Aber ähnlich schlank. So nachhaltiger Umgang, ziemlich mineralisch. Richtig salzig. Der Griff. Ja. Aber dem musst du ein bisschen Zeit geben. Das ist jetzt ziemlich unnahbar. Sehr gute Anlagen. Finde ich auch. Ich finde schon auch, dass der jetzt da ganz gut steht, aber das könnte vielleicht sogar noch stärker werden. Das meine ich auch.
mir fast zu wenig. Fast zu wenig. Mhm. Wenn ich mal Plus gebe, reicht dir das? Nochmal Heger. Diesmal ist es der Achkarer Schlossberg. Okay. Diese neuen Etiketten sind schön. Sehr haptisch. Echt. Ist gut. 330066. Ja, sehr kühl. Weiter weg. Auch etwas florale Töne. Ja, mineralisch und so ein angedeutetes Holz im Hintergrund. Hm? Ja, genau. Also es ist nicht wirklich holzig, aber man riecht halt den Holz, was ausbauen, ein kleines bisschen. Eher helle Töne. Mhm. Aber es deutet auch schon eine gewisse Tiefe an. Ja. Sehr geschliffen und saftig. Sehr saftig. Kühl, klar. Mhm. Macht ziemlich viel Spaß. Ja, jetzt schon. Ich finde, das steht da gut. Ich auch. Das sind 91. Das animiert sehr. Sehr. Ah. Da sind wir in Franken. Das ist Hans Wösching, Iphöfer Kronsberg. Ich weiß gar nicht, ob die im Holz was ausbauen. Ach, die haben neue Etiketten, die so ein bisschen haptisch anders sind als früher. Möglicherweise ist das auch nur die Hefe, aber es wirkt ein bisschen so wie ein bisschen helles Holz. Sieht sehr wertig aus. Das ist auch ein sehr schöner Wein, das macht echt ein Riesenvergnügen. 330125. Kühl, herb. Ja, und etwas verschlossen. Ja, ist noch oder gedeckt. Nussig, hefig. Mhm. Die Hefe deckt ihn dann ein bisschen zu. Ja. So leicht floral. Und auch ganz bisschen schweflig in der Nase noch. Darf ich noch ein bisschen zu. Aber die Minerale kriegt man auch schon deutlich. Das also da steckt schon was drin, so ist das nicht. Ziemlich fruchtig, frisch. Gestern habe ich wo reingeschrieben, nicht völlig trocken wirkend, aber viel Zucker hat er nicht. Das bindet sich offensichtlich alles ein. Der hat eine sehr straffe Säure. Und der hat so etwas Kühles, aber auch etwas Schmelz, findest du nicht? Ja, trotz seiner Schlankheit. Also genau, der hat schon gewisse Konzentration. Ja, diese Standfruchtnoten, die da drin stehen, das finde ich, hat er immer noch. Mhm. So sehr, ja, sehr kühle Zitrusaromen. Gut, ja. Sehr auf der eleganten Seite. Aber auf der ziemlich stimmig. Okay. Das ist trotzdem knapp. Also ich finde, dass der Wösching vorher einen Hauch tiefer und dichter war. Und der, das ist ein wunderbarer Wein, es macht totalen Spaß. Aber ein Hauch mehr Substanz würde ich mir fast wünschen. Also der Wein, ich glaube, es täuscht noch. Wirkt noch nicht ganz zusammengesetzt. Mhm. Wösching war jetzt schon zusammengesetzt. Ich kann aber deinen Kritikpunkt nachvollziehen. Sollen wir noch 90? Mal? Ja, gib mir nochmal. Nur zur Sicherheit. Meine, er ist schon auch lang. Ja, er macht auch unheimlich viel Spaß und ist, auch wenn er noch verschlossen ist, wirkt es stimmig. Ja, doch.
bei dem Zug. Ich glaube, wir lassen auch stehen. Ja. Wird sich wirklich entwickeln. Ah, okay. Das ist Südpfalz, Rebholz, im Sonnenschein, Ganshorn. Ich weiß schon, warum der so leicht wird. Der hat keine 12 Alkohol. Und das täuscht ein bisschen. Da meint man eher, er ist ja, dünner, als er ist. Aber es stimmt schon. Es ist lang und es ist fest. Und es macht Spaß. 330120. Recht pflanzlich. Ein bisschen hefig, nussig. Ein bisschen erdig. Ganz anders als der andere. Der hat jetzt auch wirklich ein bisschen Süße. Für mich hat das, weil du hier steht, Zitrus, Steinobst. Für mich ist es deutlich Kernobst. Ich habe das am Gaumen mehr als in der Nase, da hat er so was Quittenartiges. Quitten und harte Birnen, so in die Richtung. Aber du hast schon recht. Sehr kompakt. Also festgewirkt. Na. Ja. Wirkt harmonisch für mich. Hat etwas auch sehr Saftiges, gerade im Nachhall. Ja, da hilft diese leichte Süße auch mit. Mhm. Aber es ist schon fest und kompakt, hast du schon recht? Ist das Böcklin-Wolf? Ja. Ja, das ist so das in sich Ruhende, das haben die halt immer. Ja. Das gefällt mir gut. Mhm. So ganz unaufgeregt. Und ja, und überhaupt nicht, also drängt sich nicht auf. Genau. Ja. Sehr schön. Ja. Welchen hatten wir da? Ah ja. Das ist Ruppertsberger Geisbühl. 330144. Ziemlich fest in der Nase. Wird auch ja noch verschlossen. Ja, auf jeden Fall. Herb. Hefig, kräuterig. Und ziemlich mineralisch. Das finde ich auch. Das ist ein Schmeichler. Das ist eine ziemlich runde, eingängige Frucht. Ist das der Spieß? Mhm. Das ist immer so. Das ist zugänglich und einnehmend. Ja, aber Biss hat er schon auch. Also ja, ja. Da steht es ja drin. Mhm. Ein bisschen länger wird er halten. Denkst du über einen Punkt mehr? Nein. Nee. Ich würde ihm diese Punkte lassen. Ja, die 91 hat er. Das auf jeden Fall. Also, das ist der Spaßwein. Also, wenn man auf die anderen Weine wartet, kann man mit dem dann so in eineinhalb Jahren vielleicht schon zum Trinken anfangen, weil das macht eigentlich jetzt schon Spaß. Ein bisschen Reife würde ich ihm trotzdem geben. Das ist echt jetzt Mode, diese deutlich haptischeren Etiketten. Ja, das eins nach dem anderen. Winning waren schon sehr früh dran. Das stimmt. Okay, Ruppertsberger Spieß. Dann 330146. Sehr kühl, sehr geschliffen. Sehr zurückhaltend. Ja, aber das hat auch schon so eine gewisse Noblesse. Mhm.
Ich finde es total angenehm, da rein zu riechen. Das hat so was, das hat was Kühles, was Frisches, was Beruhigendes. Wie wenn es so an einem drückenden heißen Tag dann plötzlich in so ein runtergekühltes, nein, in so ein runtergekühltes Biotop kommst. So ganz Verstehe, ja. So eine frische, grüne kühle, Oase. pflanzlichen, genau. Das ist unheimlich animierend. Das hat einen schönen Saft. Bleibt auch da kühl und frisch. Auch in sich ruhend. Das kann jetzt für mich fast ein Meer. Bin ich ganz bei Das ist dir. so elegant und so fein. Sehr schön. Ja, tanzt regelrecht. Einer meiner Lieblingslagen. Das ist nochmal von Winning. Diesmal der Deidesheimer Kieselberg. Halt, was drauf? 330068. Ganz Kann anders. aufstellen? Fest, hefig, deutlich pflanzlich. Ganz eigene Bisschen Zitrustöne. blanchiert, nussig. Ja, hellnussig steht da drin. Aber diese noblen Zitrusaromen stehen nicht drin. Ja. Die hat er. Sehr schön im Mund. Wirkt, obwohl er schlank ist, ziemlich muskulös. Also fast zähnig, ne? Also ganz Aber auch festen zum Bauch. Kauen, ja, genau. Genau, du kannst ihn echt kauen. Das ist merklicher, aber ganz reifer Gerbstoff. Ja, richtig. Super. Der wird halten. Ja, der wird toll reifen. Ja, gefällt mir sehr. Super schön. Finde ich, steht aber gut da. Ja. Gut. So, hier. Was hat man? Oh! Ja, das ist schon richtig, die Silvaner da mit reinzustellen von Wisching, weil sie teuer so geschliffen und elegant und schlank und so säureknackig sind. Das kann genauso gut ein knochentrockener Riesling auch sein. Wenn man es nicht weiß. Aber das ist ein wunderschöner. Beim ersten Mal im Silvaner halten müssen und noch einmal, was sonst warum macht das das Ding? Gut. Das waren also die ersten Stopp, weil sonst sind wir wieder. Der Ton ganz woanders wie unsere Lippenbewegungen. Wir sehen uns in Sekunden wieder. Bis gleich.